die Miege. Dann bin ich Katze suchen hier und dann. Ich habe noch Christian Goss und Matthias Schüppi mitgebracht. Ja, grüezi miteinander, der Hakan Yakin, ja, und der Christian Goss. Heute bei mir im Studio zu Gast, das Fegen so richtig klopft. Und jetzt kann man sagen, schöner nützt die Leute. Christian Goss, Sie haben dem Hakan Yakin Unterricht gegeben, Sachen Artikulation, Sprechtechnik. Ist dann einfach in Zusammenarbeit gewesen, so das Lernen von klaren, verständlichen Sätzen. Zusammenarbeit mit dem Hakan auf höherem rhetorischen, intellektuellen, sprachlichen Niveau. Tut mir nicht einfach sein. Ich bin praktisch verzweifelt. Ja, wie hat sich das geäussert, Herr Goss? Wir sind alle Hortberg gestanden. Ja, kann man sagen, Hakan Yakin, dass der Christian Goss wie ein Maggis durch Basel gelaufen ist. Ja, meine, ja. Aber menschlich nicht einfach so als Maggis durch Basel zu laufen für so alte Tante wie der Christian. Da hat man noch schnell geblieben, genau so. Mensch, dann bin ich ein Glatzli-Bein aus. Ein Glatzli-Bein aus. Und es gibt ihr eine Schäse. Hakan Yakin, haben Sie in Hinsicht des klaren, verständlichen Sätze schon ein bisschen Fortschritt gemacht? Ja. Aber es geht eigentlich niemand so etwas an. Eine Spekulativfiktion, oder? Ich meine, ich muss gut in eine Mannschaft können integrieren und so ist eigentlich gleich. Aber dann ist plötzlich eine Fee gekommen und ich war gerade mal unterwegs und plötzlich die Fee sagt, das ist eine wunschfreie Sache. Ich möchte so gerne mal richtig können schnurren und